In Reisen buchen und einkaufen, alles geht im Internet. Mit einem Mausklick kann sich jeder schnell was bestellen. Doch was ist mit den Menschen, die kein Internet haben, sozusagen offline sind? In Ludwigshafen kritisiert der Seniorenrat: Wer kein Internet hat, der ist abgehängt und er fühlt sich auch abgehängt. Einzelheiten dazu von Irmgard Reisinger. Immer häufiger suchen ältere Menschen Hilfe beim Ludwigshafener Seniorenrat. Bei den Anrufen geht es oft um das eine Thema. Ohne Internet können viele die wichtigen Dinge des Alltags nicht mehr selbstständig erledigen. So die Erfahrung der Vorsitzenden im Seniorenrat, Birgitta Scheib. Aufgeschlagen ist die Woche, das war für mich sehr erschütternd eigentlich, dass eine Arztpraxis nicht ans Telefon ging. Auch bitte melden Sie sich per Internet. Das habe ich für eine Dame übernommen. Und beim Anruf hieß es, wir sind überlastet, wir machen nur noch Online-Termine im Moment. Das geht für mich gar nicht. Ältere Menschen würden plötzlich gezwungen, sich Hilfe zu suchen. Oft auch bei ganz persönlichen Angelegenheiten. Es kam schon vieles auf uns zu. Das ging bei der Bank los. Es geht weiter, dass man ein Formular braucht oder einen Ausweis braucht bei Behörden. Dass man hier sogar gesagt kriegt, Termin gibt es nur online. Viele Banken haben das Schalterpersonal aus ihren Filialen abgezogen. Beeinträchtigte oder ältere Menschen sind überfordert, sagt Birgitta Scheib. Einige Senioren hatten sich auch immer so ein bisschen verweigert. Ich brauche kein PIN, ich hole mein Geld am Schalter. Das schlägt jetzt natürlich auf. Das zeigt auch eine Umfrage in der Ludwigshafener Innenstadt. Etwa ein Drittel der dabei befragten Seniorinnen und Senioren benutzen weder Computer noch Smartphones. Über Internet mache ich gar nichts. Wir haben zwar Internet, wir nutzen es aber nicht, da wir einfach zu alt sind. Also wir machen online überhaupt nichts, weil wir kennen uns nicht aus, was Computern das betrifft. Wir sind es gewohnt, alles per, also angesichts zu machen. Sagt Ute Müller aus Ludwigshafen. Die Seniorin ist gehbehindert. Sie und ihr Ehemann wollen nicht jedes Mal die Kinder um Hilfe bitten. Wenn wir jetzt was Größeres brauchen, rufe ich meine Kinder an, die besorgen uns das. Aber die sind den ganzen Tag berufstätig und machen das meistens abends oder am Wochenende. Das ist uns manchmal sehr unangenehm. Aber Computerkurse für jeden auf die Schnelle, das sei nicht leistbar, sagt die Vorsitzende im Ludwigshafener Seniorenrat. Birgitta Scheib fordert, dass bei dem Thema jetzt überall mehr Rücksicht genommen und geholfen wird. Wir haben jetzt noch einen großen Anteil von Senioren, die das in ihrem Leben nie gehabt haben. Und die müssen wir jetzt mitnehmen. Sagt Birgitta Scheib vom Seniorenrat in Ludwigshafen. Der Seniorenrat ist übrigens noch ganz klassisch mit dem Telefon von montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr zu erreichen. Und am Telefon kann jeder auch einen persönlichen Gesprächs- und Beratungstermin vereinbaren.